Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo. Heute geht's nach der Kettenregel vom letzten Mal auch wieder um ein neues Verfahren beim Ableiten von Funktionen. Dieses Mal, ihr seht hier oben schon, ist unser Thema die Produktregel. Wir haben auch wieder eine Funktion, die aus mehreren Funktionen zusammengesetzt ist. Und wie es der Name schon sagt, ist es dieses Mal allerdings nicht so eine Ineinanderverkettung, sondern ein Produkt von zwei Funktionen. In dem Fall x² und Sinus x. Wir gehen wieder genauso vor wie beim letzten Mal. Wir schreiben das als zwei einzelne Funktionen hin. Und zwar einmal die Funktion u von x. Und dann nehmen wir gerade, was vorne steht, unser x². Und die Funktion v von x, das wäre dann der hintere Faktor, Sinus x. Wir leiten das genauso wieder ab, dass wir von beiden auch die Ableitungsfunktion haben. Also u' von x² wäre gerade 2x und von Sinus x, wissen wir bekanntermaßen, ist die Ableitung Cosinus von x. Wir bauen jetzt aus diesen einzelnen Funktionen wieder unsere Ableitungsfunktion f' von x zusammen, f' von x, und das ist gerade zum einen das Produkt aus der Funktion u von x und der Ableitung der Funktion v von x, also v'x, hiervon das Produkt. Und dazu addieren wir das Produkt von den beiden. Also gerade über Kreuz, so kann man sich das Ganze gut merken. Sieht dann folgendermaßen aus. X² von hier oben mal Cosinus von x von hier unten. Und plus, das ist wichtig, jetzt kein Mal, sondern ein Plus, das wird zusammengezählt. Dann v von x, das wäre Sinus von x mal die Ableitung von u, also u' von x, 2x. Das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen vereinfachen, wobei in dem Fall ist es nicht wirklich eine Vereinfachung, aber wir wollen es einfach einheitlich immer so machen, nämlich, dass wir Faktoren, wo einfach das x vorkommt, genauso wie hier, nach vorne stellen. Also wir drehen die beiden gerade rum, ändert ja nichts am Ergebnis. X² mal Cosinus x bleibt genau so. Plus 2x mal Sinus von x. Genau. So, ich habe jetzt hier für euch ein weiteres Beispiel, das ein bisschen komplizierter ist, aber das Prinzip ist das gleiche. Wir haben wieder ein Produkt aus zwei Funktionen, der hier mal die hier, wir schreiben sie wieder hin, nennen sie u von x, die vordere, ist Wurzel x. Wurzel x schreiben wir gleich um, das kennt ihr in die Potenzschreibweise, das können wir direkt machen, also x hoch 1/2. Die andere machen wir auch. Da brauchen wir nichts groß umändern, schreiben wir einfach 2x² plus 4. Die Klammern können wir ja hier jetzt weglassen, die brauchen wir hier dann jetzt nicht. Die Ableitung davon, also u' von x, wisst ihr, es ist 1/2 nach vorne gezogen, mal x hoch minus 1/2. Und hiervon die Ableitung ist einfach 4x. Die 4 fällt weg. Gut, jetzt die Ableitung von der gesamten Funktion, also g' von x. Genauso wie wir vorhin, machen es auch wieder mit Farben. Ich würde es euch auch empfehlen, am Anfang mit Farben zu arbeiten. Hier u von x mal v' von x, das heißt x hoch 1/2 mal 4x plus das andere hier, das heißt wieder von links nach rechts, also hier fangen wir an. Weil wir diesmal hier 2 haben, müssen wir eine Klammer drumherum machen, weil es ist ja das Ganze hier mal das Ganze hier. Das ist hier wichtig. So ein typischer Fehler, wo man leicht reinfällt. Stimmt's, Latein? Auf jeden Fall. Kommt immer wieder vor. Man kann es noch so oft sagen. Ja, deswegen wichtig, wenn hier zwei Sachen stehen, achtet auf die Klammer. So, diese Produktregel, das hinzuschreiben, ist meistens recht einfach, aber die Vereinfachung danach ist schwierig. Wir zeigen es jetzt einmal in diesem doch recht schwierigen Beispiel. Also hier ist gleich die 4, ziehen wir nach vorne. Und dieses x hoch 1/2 mal x hoch 1 können wir zusammenfassen zu x hoch 3/2. Der Latein erklärt euch wieso. Ganz einfach, ihr habt dieselbe Basis. Dieselbe Basis bedeutet, wenn ihr multipliziert,
dass die Exponenten addiert werden. Wir haben beim vorderen x den Exponenten 1/2. Beim hinteren x steht zwar kein Exponent, aber dann ist es immer 1 und 1 plus 1/2 sind 3/2. Genau. Genau. Jetzt machen wir weiter. Plus. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall 1/2. Das 1/2 können wir auf jeden Fall hier mal reinziehen. Würde ich mal als ersten Schritt machen. Vielleicht nicht zu viele Schritte auf einmal. Erstmal den. Also 2 mal 1/2 ist 1. Dann haben wir hier x Quadrat. Plus 4 mal 1/2 ist 2. Mal x hoch minus 1/2. Und hier können wir als zweiten Schritt auch noch das x hoch minus 1/2 hier reinziehen und das Ganze ausmultiplizieren. Das machen wir auch mal. Dann denkt, das Vordere abzuschreiben und nicht auszusehen vergessen, passiert auch ganz gerne mal, wenn man damit nichts weitermacht. Ah ja, ein ganz typischer Fehler. Wir können mal ein Video zu ganz typischen Fehlern machen. Da wird man nie fertig. X hoch 2 mal x hoch minus 1/2 ist dieselbe Regel wieder wie hier, die uns der Latein auch wieder erklärt. Selbe Basis, es wird multipliziert, das heißt die Exponenten addiert, da der hintere Exponent ein negatives Vorzeichen hat, müssen dann abziehen. Also 2 minus 1/2 sind wir wieder 3/2. Richtig, hier können wir nichts groß machen. Schreiben wir einfach plus 2 mal x hoch minus 1/2. Jetzt hat sich hier was ergeben, was ganz schön ist. Wir haben hier zweimal das gleiche x mit dem gleichen Exponent. Hier x hoch 3/2, hier x hoch 3/2. Hier haben wir 4 davon, hier haben wir 1 davon, also haben wir zusammen 5 davon. Also 5 mal x hoch 3/2. Und wichtig, dass wir hinten auch wieder abschreiben. Mit dem können wir aber jetzt nichts machen. So, weit vereinfacht ist es schon sehr gut. Jetzt haben wir das Ganze an zwei Beispielen gemacht. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, es ist schön, man kann auch nachvollziehen, was gemacht worden ist, aber stimmt das wirklich? Und genauso wie letzte Woche werden wir euch jetzt an einem Beispiel zeigen, dass, wenn man es ganz normal ableiten würde, am Ende dasselbe rauskommt wie jetzt mit dieser neuen Regel. Wir zeigen das euch an der folgenden Funktion, f von x gleich x mal 2x². Zunächst mal vergessen wir für einen kurzen Moment unsere neue Regel und konzentrieren uns darauf, wie hätten wir es früher gemacht. Und ja, das können wir zusammenfassen, x mal 2x², das 2 können wir nach vorne schreiben und dann haben wir x² mal x und das ist dann gerade x hoch 3. Da haben wir sie wieder, die Potenzregel von oben, selbe Basis wird addiert. Das ist übrigens die erste Potenzregel, für die ist Herr Thein auch immer zuständig. Genau, ich versuche dran zu denken. Okay, dann haben wir 2x Quadrat und die leiten wir jetzt so ab, wie wir es die ganzen letzten Wochen immer gemacht haben. F' von x, die 3 nach vorne, dann haben wir 3 mal 2, x im Quadrat, das wird um 1 reduziert und dann sind es gerade 6x Quadrat. So, wir machen das Ganze jetzt nochmal auf dieser Seite hier drüben und betrachten dieses Mal das x und das 2x² als getrennte Funktionen und verfahren genauso wie oben. Das heißt, wir haben unsere Teilfunktion u von x, das wäre gerade das x, unsere Teilfunktion v von x, das wäre gerade 2x². Wir machen jeweils davon die Ableitung. Im Fall von x ist es gerade nur noch 1 und im Fall von v wäre das 4x. Und basteln diese wieder zusammen. F' von x, die Funktion oben, mal der Ableitung vom unteren, plus die Funktion v, mal der Ableitung von oben. Wir haben wieder genau das gleiche gemacht, nämlich über Kreuz multipliziert. Die beide hier, das Ganze gibt den Teil. Und die beide hier, das Ganze gibt den Teil. So, und wenn wir es jetzt vereinfachen, haben wir hier vorne 4x² und hinten 2x². Und wenn wir es zusammenzählen, haben wir auch mit der neuen Methode 6x². Wir sehen also tatsächlich, was wir hier machen, passt hier drüben, wenn wir es klassisch gemacht hätten, wäre dasselbe Ergebnis rausgekommen. Trotzdem wollen wir euch natürlich nicht motivieren, diese Methode jetzt bei so einem einfachen Beispiel zu machen. Da macht ihr die normale Methode wie immer. Aber es soll euch einfach nur mal vergegenwärtigen, dass die Produktregel stimmt, oder sie zumindest an einem Beispiel hier klar ist, dass sie stimmt. Wie gesagt, ist aber auch kein Beweis. Gut, und jetzt kommen wir zu der allgemeinen Schreibweise der Produktregel. Bei der Produktregel gilt folgender Satz. Ist f ein Produkt zweier Funktionen u und v mit f von x ist u von x mal v von x, dann gilt f' von x ist u von x mal v' von x
plus v von x mal u' von x. Das heißt, die eine Funktion mal die Ableitung der anderen Funktion plus die andere Funktion mal die Ableitung der anderen Funktion. Gut. Wir kommen zu einer ersten Aufgabe. Vorsicht, diese Aufgabe ist von uns bewusst nicht als Beispiel direkt für die Produktregel gewählt. Keine Sorge, dazu machen wir noch ausreichend Beispiele heute, sondern wir wollen erst noch mal kurz das Thema aus der letzten Stunde wiederholen, nämlich die Kettenregel. Um diese Funktion abzuleiten, braucht ihr also nicht das neue Verfahren, sondern das aus der vorherigen Doppelstunde. Probiert euch einfach mal dran und dann schauen wir, inwieweit ihr das noch hinbekommt. Hier haben wir die Lösung davon. Wir haben eine äußere Funktion, nämlich irgendwas hoch 5, dafür stand es x. Und wir haben eine innere Funktion, 3x² plus 4, die war hier drin. Wir haben von beiden die Ableitung gemacht und dann uns die eigentlich gesuchte Ableitungsfunktion f' von x zusammengebastelt. Insofern, dass wir die innere Funktion nehmen und in die Ableitung der äußeren anstatt x einsetzen. Das ist hier passiert, 5 mal das Innere hoch 4 und multiplizieren das Ganze mit der Ableitung, das haben wir hier, der inneren Funktion. Das 6x kann man jetzt nach vorne holen, sodass wir dort 30x stehen haben, aber hier haben wir dann unseren abgeleiteten Term. So, jetzt zeigen wir euch aber noch einen Weg, wie man genau das Gleiche machen kann, ohne dass man diese Zwischenschritte immer braucht. Das wird nachher sehr sinnvoll sein, weil bei der Produktregel sehen die Zwischenschritte sehr ähnlich aus und sonst hat man nebeneinander die ganzen Zwischenschritte und kommt am Ende noch durcheinander. Wir überlegen uns das Ganze direkt nochmal hier rechts. Wir haben unsere Funktion f von x gleich 3x² plus 4 und das Ganze hoch 5 und leiten jetzt mal erstmal gedanklich so ab, wie wir das sonst immer gemacht haben. Wir stellen uns mal vor, hier würde wirklich nur ein einzelnes x stehen, dann würden wir schreiben 5 mal, lassen dieses einzelne x stehen, was in dem Fall unser 3x² plus 4 wäre und müssen hier oben die Zahl um 1 reduzieren. Jetzt sind wir aber noch fertig, weil was war hier noch? Wir müssen noch mit der Ableitung dessen, was in der Klammer steht, multiplizieren. Das wäre in dem Fall mal 6x. Das 4 fällt gerade weg. Und vereinfachen wieder und haben 30x mal 3x² plus 4 hoch 4. Also, Potenz nach vorne holen, Potenz an der Klammer um 1 reduzieren, mal der Ableitung dessen, was hier in der Klammer steht. So kann man das an der Stelle auch machen und ist ein bisschen schneller als das hier drüben. Sehr schön erklärt, Herr Thein. Danke. So, gut gelaunt kommen wir jetzt zur Aufgabe 2. Und zwar zu drei Aufgaben. Aufgabe A ist einfach nur die Kettenregel. Aber ich habe hier wenig Platz gelassen. Ihr sollt es mit dem neuen Verfahren auch machen, das wir ab jetzt immer benutzen. Bei der B ist eine reine Produktregel. Das sollt ihr auch selber machen. Und C ist Ketten- und Produktregel vermischt. Guckt mal, ob ihr das hinkriegt. Pausiert das Video. Kleiner Tipp, gerade für die C. Beginnt mit dieser neuen Regel für die Produktregel, mal so weit, wie ihr kommt. Irgendwo wird die Stelle kommen, wo ihr zwischendurch die Kettenregel braucht. Und dann wendet sie an dieser Stelle an, aber natürlich nach dem neuen Verfahren. Viel Erfolg. Tada! Hier ist die Lösung. Ihr seht, hier haben wir eine kleine Umformung vorgenommen. Und zwar die Wurzel haben wir hingeschrieben als Klammer hoch 1/2. Muss man auch immer machen, auch wenn man die Kettenregel anwendet. Das ändert nichts, ist wie immer. Dann hier die Kettenregel mit der neuen Art und Weise. Das 1/2 ziehen wir nach vorne, hier, mal das Innere, stellen wir uns vor, das steht einmal wieder x, also schreiben wir das einfach wieder hin. Und dann hoch den Exponenten 1 niedriger, das heißt aus dem 1/2 wird minus 1/2. Und dann immer noch mal, nicht vergessen, die innere Ableitung, das heißt die Ableitung von 7x minus 5 ist 7. Das kann man dann vereinfachen zu 1/2 mal 7, zu 3,5 mal, Klammer auf, 7x minus 5, Klammer zu, hoch minus 1/2. Ich hoffe, ihr kommt mit dieser neuen Schreibweise zurecht und findet sie auch sehr gut und praktisch. Wir finden sie nämlich sehr praktisch. Die zweite Aufgabe war ein bisschen schwierig. Hier ist nämlich die Produktregel drin, aber wir haben ja hier ein Malzeichen und hier ein Malzeichen. Vielleicht hat es euch ein bisschen verwirrt. Wichtig ist, wenn wir ein Malzeichen haben und hier haben wir eine Funktion, wo kein x drin steckt, Pi Viertel, kein x, dann können wir die Faktorregel da anwenden. Das heißt im Endeffekt, das Ganze fassen wir zusammen als eine Funktion,
ist Pi Viertel mal Sinus x. Und das andere hier nehmen wir als eine Funktion. V von x ist 2 minus x. Denn hier haben wir jetzt diese Faktorregel. Wenn wir das Ganze u von x ableiten, haben wir u' von x ist Pi Viertel. Faktorregel, das bleibt einfach stehen. Mal die Ableitung von Sinus x, die ist Cosinus x. V von x abgeleitet könnt ihr als minus 1. Dann schreiben wir das Ganze einfach einmal hin, so wie die ganze Zeit vorher auch, verknüpft mit einem Plus. Hier bei dem 2 minus x achtet ihr auf die Klammer. Auch bei dem minus 1 achtet ihr auf die Klammer. Dann fassen wir das zusammen. Viel haben wir nicht. Das minus 1 ziehen wir vor, so einfach minus Pi Viertel. Hier steht es, minus Pi Viertel mal Sinus x. Plus, bei dem Ganzen kann man nicht viel machen. Wir gewöhnen uns an, dass wir die Zahl auch immer nach vorne schreiben. Pi Viertel ist eine Zahl. Also plus Pi Viertel mal, Klammer auf, 2 minus x, Klammer zu, mal Cosinus x. Die dritte war auch knifflig, weil ja Ketten- und Produktregel vorkommt. Eigentlich erst Produktregel und dann die Kettenregel. Wir haben hier wieder zwei Funktionen mit einem x verknüpft mit einem mal. Das ist die erste Funktion, das ist die zweite Funktion. Die erste Funktion, Klammer auf, 2x minus 1, Klammer zu, im Quadrat, sehen wir jetzt, das ist auch wieder eine Verkettung zweier Funktionen der Kettenregel, nämlich eine innere Funktion, 2x minus 1, und die äußere Funktion, irgendwas, im Quadrat. Wir leiten sie mit der neuen Methode ab. Das heißt, dieses hoch 2 ziehen wir nach vorne, 2 mal, Klammer auf, schreiben dieses irgendwas einfach wieder hin, 2x minus 1, Klammer zu. Den Exponenten 2 reduzieren wir um 1, also haben wir hoch 1, mal, und jetzt die innere Ableitung, das heißt von 2x minus 1 abgeleitet, gibt auch wieder 2, mal 2. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. V von x, ja, von x hoch 1/2, die Ableitung, die kennt ihr. Nach der Produktregel schreiben wir es so auf. Ich verändere auch noch nichts groß. Schreiben Pluszeichen in die Mitte. Die Vereinfachung gucken wir jetzt an. Hier das 1/2 ist eine Zahl, ziehen wir nach vorne. X hoch minus 1/2 ist auch Geschmackssache, kann man hinten lassen, aber wir ziehen es meistens auch nach vorne. Und dann die Klammer hier nach hinten. Plus, hier natürlich 2 mal 2, fassen wir zusammen, 4, ganz klar. Zahlen schreiben wir ganz vorne hin, also 4 mal x hoch 1/2 mal, Klammer auf, 2x minus 1, Klammer zu. Gut, das war ein bisschen schwierig, ich hoffe, ihr kamt so halbwegs damit zurecht. Tein, noch irgendwelche Anmerkungen? Nö, ich würde sagen, da haben wir jetzt alle drei Möglichkeiten gesehen, die uns in der kommenden Stunde beschäftigen werden. Wir werden nochmal die Kettenregel üben, jetzt eben in der neuen Variante, bringen das mit der Produktregel zusammen, auch gemeinsam in einer Aufgabe. Wenn ihr euch die mal angeschaut habt, solltet ihr die nächste Stunde eigentlich keine Probleme machen. Das war's für heute. Bis dann. Tschüss. Ciao.